Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, heute das erste Webinar der Google-Webinar-Reihe mit euch zu starten. Wir haben uns gleich einen ziemlichen Brocken vorgenommen, nämlich das Thema Measurement und Attribution. Measurement und Attribution ist ein absolutes Top-Thema, denke ich, für jeden Online-Marketer im Moment. Einfach deswegen, weil wir feststellen, dass sich die Journeys überhaupt zu unseren Produkten ja ändern. Wir stellen fest, dass immer mehr Kunden abwandern, Richtung Marktplätze zum Beispiel. Und deswegen wird es ja unheimlich wichtig für uns, frühzeitig mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Frühzeitig mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, auf unterschiedlichsten Weisen. Und da fangen die Probleme an. Wir haben viel mehr Touchpoints, als wir in der Vergangenheit hatten. Wir haben viel mehr Devices, auf denen die Kunden unterwegs sind, teilweise nicht mal eingeloggt. Das heißt, wir müssen mit unterschiedlichen Kanälen und Zugriffen umgehen von Kunden, ohne zu wissen, dass es die gleichen sind. Wir haben außerdem bei vielen von unseren Betrieben ja auch noch diese berühmten Offline-Kanäle, das heißt Katalog, Print, andere Anstöße, vielleicht auch Filialen. Und all das zusammen muss in einen Mix reinkommen, in dem wir wissen, wo wir noch unser Geld eigentlich richtig anlegen sollten. Und bei all dem ist das Thema richtig messen, aber vor allem daraus dann auch die operativen Insights zu gewinnen, extrem wichtig geworden. Insofern haben wir gleich gesagt, wir nehmen das, weil es ein absoluter Painpoint ist und weil es auch im Nachgang unseres Google Days im letzten Jahr von uns mal wieder angefragt wurde, gleich als ersten Punkt. Und ich freue mich, dass wir heute von Google zwei absolute Experten in dem Bereich zur Seite gestellt bekommen haben. Das ist Katinka Hengsberg. Sie ist Spezialistin dort für Automation und Attribution. Das ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir das nicht alles händisch machen. Und Fabio Scuderi klingt ein wenig italienisch, ist es vielleicht auch, ist Teil der Expertengruppe, die sich mit dem Thema Measurement und Attribution bei Google in Dublin beschäftigt. Das heißt, wir sind diesmal in mehreren Ländern verteilt. Ihr seht Fabio und Katinka schon auf dem zweiten Bildschirm. Ich würde mich jetzt gleich hier ausschalten, sodass ihr die volle Aufmerksamkeit Fabio und Katinka geben könnt. Ein Hinweis, ihr könnt natürlich wie stets eure Fragen wieder im Chat stellen und Fabio und Katinka werden darauf am Ende oder wenn es sich irgendwas zwingend Dringendes in dem Moment ist, vielleicht auch direkt während der Präsentation an sich schon darauf eingehen. Ich würde zum Schluss nochmal gegebenenfalls kurz einsteigen auch, aber ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserem ersten Webinar in der Google-Webinar-Reihe und würde übergeben jetzt an Fabio und Katinka. Die Bühne gehört euch. Perfekt, vielen Dank für die sehr gute Einführung, Martin. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht auch mehr hinzuzufügen. Deswegen würden wir, glaube ich, direkt ins Thema einsteigen. Wir kümmern uns heute um Measurement und Attribution. Ich glaube, aus meiner, und da kannst du mir vielleicht auch zustimmen, Katinka, aus meiner Erfahrung mit meinen Kunden ist das, glaube ich, so das Thema, was am wenigsten Beachtung findet, aber eigentlich wirklich das Fundament und die Basis für Online-Marketing darstellt. Deswegen aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr relevantes Thema, was wir heute angehen. Wie Martin gerade schon gesagt hat, Measurement Attribution haben wir in zwei Teile unterteilt, nämlich genau Measurement und Attribution. Das heißt, wir werden einmal quasi wirklich in die Grundlagen reingehen, dass wir überhaupt erstmal das messen, was wir messen wollen. Und dann im zweiten Schritt reingehen, gerade auf das Thema User Journey eingehen und gucken, wie können wir eigentlich die Ergebnisse, die wir erzielen, dann richtig zuordnen auf die Marketingkanäle und Marketingaktivitäten, die wir unternehmen. Wir bewegen uns in einem Measure, wie Fabio schon gesagt hat, Attribute Act Framework letztendlich. Wie schon erwähnt, wir werden die ersten beiden Punkte heute covern. Was aber auch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist auch die Änderung eines Attributionsmodells per se erst einmal Reporting Changes. Und dass wir das Ganze actionable machen müssen. Das kann man beispielsweise mit Smart Bidding, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Darauf werden wir heute nicht im Detail eingehen. Da wird es aber im Rahmen der Webinarserie noch weitere Webinare geben, die sich ganz dediziert mit diesem Thema beschäftigen werden. Genau, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Um ein bisschen Kontext zu geben, ich glaube, es dürfte für die meisten von euch nicht super überraschend kommen. Der Fakt, dass sich einfach das Nutzerverhalten in den letzten Jahren extrem geändert hat. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass Smartphones verstärkt aufkamen.
Das heißt, Nutzer benutzen heutzutage einfach viel mehr Geräte als früher der Fall war. Ich glaube, man kennt von früher auch noch die typische Computerecke. Das heißt, man hatte einen Computer in der Wohnung stehen, einen singulären Touchpoint mit dem Internet. Mittlerweile ist es so, dass wir alle über mehrere Geräte verfügen und über diese Geräte dann quasi auch mit dem Internet beziehungsweise mit Werbung interagieren. Und dann hier nochmal seht, ist, dass das gesamte digitale Marketing auch nochmal viel fragmentierter geworden ist. Das heißt, Leute benutzen nicht nur mehr Geräte, sondern wechseln auch immer mehr zwischen verschiedenen Geräten hinweg. Ich glaube, das ist auch im Alltag von uns beziehungsweise in der Realität von uns mittlerweile angekommen, dass wir quasi, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, selten so, dass ich mit einem Gerät mir das Produkt anschaue und direkt kaufe, sondern man macht vielleicht ein bisschen Recherche übers Handy und schließt dann zu Hause beispielsweise über den Desktop ab, weil es immer noch ein bisschen angenehmer ist, über den Desktop abzuschließen. Und das stellt natürlich das digitale Marketing beziehungsweise vor allem Measurement und Attribution vor eine besondere Herausforderung, dass wir uns nicht mehr darauf beschränken können, beispielsweise Last Click uns anzuschauen und zu gucken, was funktioniert oder was nicht, sondern dass wir da einfach bessere Lösungen finden müssen. Hier quasi nochmal zusammengefasst, was sich eigentlich geändert hat. Ich glaube auch sehr, sehr beeindruckende Statistiken. Wir haben einfach mehr Touchpoints, das heißt über verschiedene Kanäle, aber auch Geräte hinweg, einfach mehr Kontakt mit dem Kunden. Wir haben mehr Geräte und was, glaube ich, auch noch immer mehr hinzukommt, was für viele Kunden auch noch ein relativ neues Thema ist, ist eine weitere Dimension, die hinzukommt, ist die Verzahnung von Online zu Offline. Auch bei Google haben wir mittlerweile Lösungen, wie wir das Online-Marketing mit dem Offline-Marketing verzahnen können. Und das stellt natürlich uns nochmal vor eine weitere Herausforderung, dass wir nicht nur mehrere Touchpoints haben, mehrere Geräte, sondern auch noch die Dimension Online und Offline da drin. Auf der anderen Seite, nachdem wir über quasi die Änderung des Nutzerverhaltens gesprochen haben, kommen noch weitere Herausforderungen für uns hinzu. Ein Thema ist auf jeden Fall das Vertrauen bzw. die Verlässlichkeit. Hier macht Google aus meiner Sicht einen relativ guten Job, arbeitet eng mit Akkreditierungsunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass alle Marketinglösungen da auch konform sind. Ich glaube, alle von uns sind im Mai letzten Jahres intensiv mit dem Thema GDPR in Kontakt gewesen, was, ja, ich glaube, gerade das Thema Measurement und Attribution nicht unbedingt einfacher gemacht hat, was aber natürlich ein Thema ist, was für alle Werbetreibenden, für unsere Nutzer und auch für uns bei Google eine extrem hohe Wichtigkeit genießt und einfach uns vor die Herausforderung stellt, innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens bestmögliche Lösungen zu finden für das Thema Measurement Attribution. Und ich glaube, der letzte Punkt ist dann nochmal ein Thema, was noch nicht aktuell so stark ist, wo wir uns aber auf jeden Fall, glaube ich, darauf einstellen müssen, was passiert, wenn wir noch Virtual Reality, Augmented Reality oder andere Lösungen zubekommen. Das wird auch nochmal dann eine ganz andere Geschichte hinsichtlich Measurement Attribution werden. Hier nochmal ein kurzes Zitat, was, glaube ich, das nochmal gut zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Measurement, was ich zumindest mitbekomme, ist häufig ein relativ unspannendes Thema und auch ein relativ komplexes Thema, wodurch sich viele Werbetreibende damit nicht intensiv auseinandersetzen. Genau wie der CMO von Unilever bin ich der Meinung, dass aber eine Priorität für jeden Werbetreibenden in der Industrie sein sollte, weil es halt einfach das Fundament und die Grundlage für performantes und effektives Online-Marketing darstellt. Und wo wollen wir eigentlich hin? Measurement für sich ist natürlich kein Selbstzweck, sondern wir wollen mit Measurement ein Ziel erreichen. Im Idealfall wollen wir euch dabei helfen, euer Geschäft zu stärken. Im Idealfall haben wir einen Ort, wo wir wirklich uns verlassen können, dort verlässliche Daten zu bekommen. Sobald wir diese Daten haben, das heißt diese eine Source of Truth haben, wollen wir mit den Daten auch dann wirklich was machen. Das heißt, wir wollen Erkenntnisse rausziehen und dann das, was Katinka gerade schon angesprochen hatte, diese Daten dann auch benutzen, um tatsächlich aktiv zu werden. Und hier ist das Ganze quasi nochmal zusammengefasst. Ich glaube, der letzte Punkt ist auch nochmal wichtig zu unterstreichen, dass wir heute auf die Punkte eingehen, wie können wir die Daten sammeln und wie können wir Erkenntnisse daraus ziehen. Genauso wichtig ist aber beispielsweise das Thema Smart Bidding oder auch andere Themen, dass wir dann wirklich auf Basis der Daten dann auch handeln.
Und wenn wir hier mal reinspringen, hier nochmal zu, das ist eine Vorhersage, die PwC getroffen hat, dass der durchschnittliche Nutzer, wenn er ein Produkt kauft, 7 Geräte benutzt. Also das ist, glaube ich, sehr wirklich beeindruckend, wenn man überlegt, heute sind es schon viele, aber 7 Geräte pro Person, pro User Journey, ist, glaube ich, nochmal eine deutliche Steigerung zum Status quo. Und hier ist schon mal eine kurze Auflistung dazu von den Lösungen, die Google momentan anbietet, um die wichtigsten Fragen hinsichtlich des Nutzerverhaltens zu beantworten. Ich werde jetzt nicht in jede von dem Detail reingehen. Ich glaube, manche von denen dürfen euch auch bekannt sein. Aber das einfach mal als Übersicht darüber, was man eigentlich alles machen kann, um Fragen wie zum Beispiel Nutzerverhalten, aber auch Nutzerinteraktion mit meinem Unternehmen, auch Themen wie Branding oder andere Themen zu beantworten. Haben wir halt Sachen wie Google Analytics, was den meisten von euch wahrscheinlich bekannt sein sollte, aber auch Lösungen wie Google Optimize, also eine AB-Testing-Plattform oder Google Surveys, wo man ein relativ einfaches Tool zur Verfügung hat, um Nutzerumfragen zu starten. Und bald Google Attribution. Ja. Hoffentlich. Das wird dann die Multi-Channel-Solution werden. Genau. Ein anderes Thema, was auch sehr wichtig ist, da werden wir jetzt gleich drauf eingehen, ist, können wir den Daten, die wir haben, eigentlich wirklich vertrauen? Hier glaube ich auch eine sehr starke Aussage, dass nur die Hälfte aller Ad-Impressions eigentlich der Target-Audience ausgespielt werden, die wir möchten, bis jetzt im Online-Marketing. Das heißt, auch da macht Google, glaube ich, momentan relativ viel, arbeitet mit Third-Party-Providern zusammen, um zum Beispiel Impressionen wirklich zu verifizieren, ist akkreditiert auf diversen Industriestandards und tut in dem Bereich wirklich viel, dass beispielsweise eine Display-Anzeige, die für eine Display-Anzeige, wenn euch da eine Impression angezeigt wird, dass das auch tatsächlich eine Display-Impression ist, die nach Industriestandards akkreditiert ist. Und das letzte Thema, ich glaube, das dürfte eine Herausforderung sein, die euch bekannt ist. 13 Marketing-Channel, die ein durchschnittlicher Marketer managen muss. Ich glaube, das alleine ist schon sehr beeindruckend. Auch hier haben wir diverse Lösungen zur Verfügung, um wirklich über den kompletten Funnel hinweg, das heißt von Branding bis hin zu Performance-Marketing, den Effekt eurer Marketing-Aktivitäten zu messen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz spannende Slide, weil es durchaus sein könnte, dass ihr noch nicht alle von diesen Lösungen kennt. Wenn wir über das Thema Branding sprechen, haben wir beispielsweise für das Thema YouTube Brandlift-Lösungen. Das heißt, wir sind in der Lage, auf YouTube, wenn wir Branding-Advertising machen, dann wirklich den Effekt, den wir damit erzielen, auf verschiedene Metriken, wie zum Beispiel Ad-Recall oder Brand-Awareness zu messen. Und das ist zum Beispiel eine Lösung, die wirklich in YouTube integriert ist, wo ihr kein externes Setup braucht. Conversion Tracking kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Store Visits, Store Sales, wir hatten gerade das Thema angesprochen, Online to Offline. Da hat Google, glaube ich, wirklich eine marktführende Lösung, die für Werbetreibende erstens sehr verlässlich ist, aber zweitens auch super einfach aufzusetzen ist. Auch ich arbeite schwerpunktmäßig mit vielen Kunden, Multichannel-Kunden zusammen und das ist eigentlich die Standardlösung, wie viele Multichannel-Kunden benutzen. Zusätzlich dazu, Katinka hat es gerade angesprochen, Google Attribution ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Tool. Ich kenne die genaue Timeline da nicht, aber es ist ein Produkt, was in näherer Zukunft auf den Markt kommen sollte und, glaube ich, auch das ganze Thema Attribution nochmal auf ein anderes Level heben sollte. Genau, und vor allem auch die Actionability natürlich letztendlich herstellen soll, die wir jetzt natürlich im WSGA und Analytics beispielsweise nutzen würden, jetzt auch noch nicht Multichannel so per se haben. Ja. Genau, also voraussichtlich Ende dieses Jahres, das ist meine neueste Information, weil wie das bei Produkten immer so ist, kann es durchaus sein, dass es auch noch ein bisschen verschoben wird. Und der letzte Punkt hier auf der Slide, auf den ich noch hinweisen will, Incremental Impact. Wir haben natürlich oft das Thema, sind die Sachen, die ich mache, eigentlich inkrementell, haben die einen inkrementellen Effekt zu dem, was ich jetzt schon mache?
Auch da gibt es mittlerweile spannende Lösungen. Also einmal Conversion Lift, was quasi einfach ein statistisch signifikanter AB-Test ist. Das heißt, man hat Zielgruppen, denen Werbung ausgespielt wird, Zielgruppen, denen keine Werbung ausgespielt wird und schaut dann, was da eigentlich passiert. Oder auch Geo-Experimente, dass man sich ansagt, dass man sich anschaut, beispielsweise, wenn man Online-to-Offline-Advertising macht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einen Store, bewerbe ich, den anderen nicht und schaue, was da der Unterschied ist. Auch da hat Google mittlerweile Lösungen parat, um das Ganze anzugehen. Genau, ich glaube, Katinka hatte das gerade auch schon mal angesprochen, das ist so ein bisschen unser grobes Thema für heute, Measure Attribute Act. Das heißt, auf der einen Seite Daten erstmal sammeln, dann die Daten richtig zuordnen und dann im letzten Schritt auf Basis der Daten wirklich verhandeln. Wie gerade schon erwähnt, werden wir uns heute hauptsächlich um die ersten beiden Themen kümmern. Um da wirklich tief reinzugehen, und das Thema Act wird dann im Anschluss nochmal behandelt. Für das Thema Measure erstmal, da hatte Katinka auch gerade schon drauf eingegangen, werden wir dieses Framework See, Think, Do, Care angehen. Für das Thema Attribution wird es hauptsächlich um das Thema Non-Last-Click-Attribution gehen. Und das Thema Act, wie gesagt, wird im Anschluss behandelt. Wenn wir hier mal reingehen, ich glaube, eine wichtige Aussage des heutigen Webinars soll sein, dass im Ziel wir den gesamten Funnel messen wollen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Sales zu messen, sondern wir im Idealfall auch wissen wollen, was passiert eigentlich davor. Was vor allem relevant ist für Themen wie Branding oder auch wenn wir eher in der Think-Phase sind, also in der Consideration-Phase, dass wir auch da wirklich reingehen und versuchen, das Nutzerverhalten zu verstehen. Und da ist, glaube ich, zum Beispiel die Brandlift-Studie ein ganz gutes Beispiel. Klassisches Branding-Advertising war eigentlich immer auf Basis von Reach. Das heißt, man hat sich einfach angeschaut, wie viele Nutzer haben wir eigentlich erreicht. Mit der Brandlift-Studie zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, dass wir YouTube-Branding schalten und dann wirklich quantitativ messen, auch auf Basis von einer statistisch signifikanten AB-Testing-Lösung zu schauen, konnten wir Metriken wie zum Beispiel Brand Awareness mit unserem Branding-Investment wirklich bewegen. Das heißt, da haben wir schon, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo man hingeht und sagt, wir messen jetzt nicht nur noch Sales, die bei uns auf der Seite passieren, sondern für Branding wollen wir auch Lösungen haben, wo wir es wirklich messen können, um dann im Endeffekt bewerten zu können, hat sich das Ganze gelohnt oder nicht. Und ich glaube, genauso ein gutes Beispiel dafür sind Mikro-Conversions. Das heißt, dass man sich anschaut, wir gucken nicht nur auf die letzte Conversion, die für uns am Ende Geld bringt, das heißt den Online-Sale, sondern wir wollen uns auch anschauen, hat ein Nutzer sich eine Produktkategorie-Seite angeguckt, hat er sich die Beschreibung von Produkten durchgelesen, hat er sich ein Video angeschaut, ein Formular runtergelesen, also alles Mögliche, was wichtig für das Geschäftsmodell ist, um einfach Marketingaktivitäten, die nicht zwingend zu einem Sale führen, auch bewerten zu können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft auch von heute, dass Google für die verschiedenen Phasen des Funnels, also See, Think, Do, Care, Lösungen anbietet, die wir hier mal aufgelistet haben, die dann auch wirklich genutzt werden sollten, um insgesamt Marketingaktivitäten zu bewerten zu können. Und das ist auch tatsächlich was wir häufig sehen, dass wenn man diesen Schritt geht, beispielsweise Display-Advertising oder YouTube-Advertising, plötzlich viel, viel besser dasteht, als wenn man sich nur die letzte Conversion beispielsweise über ein Last-Click-Modell anguckt. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, um Informationen zu sammeln, sondern auch Kanäle und vor allem Kanäle, die eher oben im Funnel sind, vernünftig bewerten zu können. Dann würden wir jetzt auf das Thema Google Ads Conversion Tracking eingehen. Das heißt, ein bisschen operativeren Teil, um da einmal reinzuschauen, was sind eigentlich die Best Practices von Google-Seite, wenn es um das Thema Conversion Tracking geht. Ich glaube, die Grundlage, und ich hoffe, dass alle von euch das entweder schon umgesetzt haben oder zumindest auf der Agenda haben, Conversion Tracking erstmal umzusetzen. Ich glaube, gerade wenn es um Performance Marketing geht, absolute Grundlage. Das heißt, wenn das noch nicht geschehen ist, wäre das auf jeden Fall das Prio 1 To-Do für aus dem heutigen Webinar. Ich glaube, in Google Ads ist es auch wirklich sehr, sehr einfach umzusetzen.
Wenn man das Ganze dann hat, ich glaube, der erste Schritt wäre definitiv für ein Online-Sale eine Conversion-Tracking umzusetzen. Aber darüber hinaus bietet Google mittlerweile auch viele andere Lösungen an. Das heißt, wir können nicht nur den Online-Purchase tracken, sondern wir können, wie gesagt, auch Mikro-Conversions tracken. Das heißt, zum Beispiel hat sich ein Nutzer für ein Newsletter angemeldet, was natürlich auch einen Wert für das Unternehmen generiert. Hat er sich bestimmte Seiten angeschaut? Google bietet auch Store-Visit-Measurement an. Das heißt, wir können auch gucken, konnten wir mit unseren Werbeanzeigen Nutzer in den Store bringen. Und das Gleiche auch für beispielsweise App-Downloads, Calls, die wir erhalten haben. Oder mittlerweile gibt es beispielsweise auch Local Actions. Das heißt, hat sich ein Nutzer eine Wegbeschreibung zu uns angeguckt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt hier ist auch noch, das ist wirklich erstmal per se, wie du schon gesagt hast, wichtig ist, all das zu tracken, was für euch relevant ist, was aber nicht gleichzeitig zwangsläufig bedeutet, dass ihr auch diese Conversion Events, nenne ich mal, in das Bidding mit einfließen lasst. Ja, es geht wirklich erstmal darum, ausreichend Daten zu generieren und diese zu analysieren. Genau, sehr guter Punkt. Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu, was da der Unterschied ist. Ich glaube, das hier ist eine ganz, ganz schöne Slide eigentlich, weil es eine Zusammenfassung ist von den Google Best Practices, wenn es ums Conversion Tracking, also das Measurement in Google Ads geht. Und vor allem auch darum geht, die Accuracy, also die Genauigkeit eurer Conversion-Daten zu verbessern. Ich glaube, eine Sache, die momentan noch nicht unbedingt häufig gemacht wird von Werbetreibenden, ist das Google Analytics-Konto mit dem Google Ads-Konto zu verbinden. Der Vorteil da ist, dass ihr weitere Metriken importieren könnt. Das heißt, ihr seht dann für eure Werbeanzeigen nicht nur Klicks, Conversions etc., sondern könnt euch auch beispielsweise durchschnittliche Verweildauer auf eurer Seite, Bounce Rates etc. anschauen, was einerseits natürlich eine wichtige Metrik für den Erfolg eures Unternehmens ist, aber auch super hilfreich sein kann, um euch anzuschauen, um eure Werbeanzeigen zu optimieren. Wenn ihr beispielsweise seht, dass ihr eine super hohe Bounce Rate auf bestimmten Werbeanzeigentexten habt, kann euch das Einblick darüber geben, wie ihr beispielsweise euren Quality Score verbessern könnt. Der zweite Punkt haben wir gerade schon besprochen. Jede Conversion Action, die wichtig für das Business ist, sollte erstmal getrackt werden. Wir kommen gleich nochmal dazu, zu dem Unterschied zwischen Tracking bzw. Reporting Google Ads und tatsächliche Optimierung über Smart Bidding. Aber grundsätzlich solltet ihr erstmal jede Conversion Action oder jedes Conversion Event, was einen Wert für euer Unternehmen hat, messen. Das dritte Thema, Lookback Window, das heißt, wie lange in die Zukunft wollen wir eigentlich Conversions messen? Das heißt, für manche Werbetreibende macht es Sinn, dass man sagt, nach der Interaction wollen wir nur innerhalb von 3 Tagen Conversions messen. Das wäre, glaube ich, das absolute Extrembeispiel. Für den durchschnittlichen Werbetreibenden sind es die 30 Tage. Das heißt, man sagt, nach einem Werbekontakt wollen wir innerhalb von 30 Tagen eine Conversion erzielen und innerhalb dieser 30 Tagen auch Conversions messen. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, den ihr für euer Unternehmen anpassen könnt, je nachdem, was ihr für ein Geschäftsmodell habt. Den Conversion Value ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, idealerweise durch dynamische Werte gemessen. Das heißt, es wird für jede Conversion tatsächlich auch der Wert übergeben, der beispielsweise im Warenkorb hinterlegt wurde. Für das Thema Store Visit Measurement oder Ladenbesuchsmessung kann es aber auch ein statischer Wert sein, dass man sagt, durchschnittlich erzielt ein Ladenbesuch für uns den und den Wert und den wollen wir hinterlegen. Und dann das letzte Thema, Conversion Count, ist, glaube ich, auch eine Option, die nicht vielen Werbetreibenden bekannt ist. Da haben wir die Option zwischen One und Every. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Aber da geht es quasi darum, wie viele Conversions darf eigentlich ein Nutzer bei mir erzielen. Zu den Conversion Settings. Hier ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Da werden wir jetzt gleich nochmal im Detail zu eingehen. Vielleicht zu dem letzten Punkt, Attribution Model, wird Katinka dann später nochmal im Detail zugehen. Aber hier auch nochmal quasi als Agenda für die nächsten 10 Minuten ungefähr die Themen, die wir uns jetzt anschauen werden. Die richtigen Conversion Settings, ich glaube, diese Übersicht sollte euch bekannt sein. Wenn ihr quasi über Tools in die Conversions reingeht, kommt ihr in die Übersicht zu den Conversions. Die Kategorie, die ihr einstellen könnt, hat erstmal keinen Einfluss darauf, wie gemessen wird oder wie optimiert wird.
Nichtsdestotrotz macht es aber Sinn, hier beispielsweise eine passende Kategorie anzugeben, damit ihr nachher Daten richtig kategorisieren könnt und auswerten könnt. Dass ihr beispielsweise sagen könnt, möchte jetzt Daten über alle Conversions haben, die die Kategorie Lead haben zum Beispiel. Dann hier sehen wir den Punkt Conversion Value, den wir gerade angesprochen haben. Use different values for each conversion wäre quasi die Einstellung, die häufig E-Commerce-Kunden benutzen, um halt tatsächlich den Wert der Conversion, also den Umsatz pro Kunde zu übergeben. Für beispielsweise Ladenbesuche oder auch Sachen wie Newsletter kann man aber auch einen statischen Wert hingeben über Use the same value. Das heißt, man ordnet eben einfach den Wert zu den beispielsweise Newsletter für das Unternehmen generiert. Dann zum Thema Count gehen wir hier nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Wir haben die beiden Optionen Every und One. Ich schaue mal gerade, genau, wir haben auch eine Slide dazu. Das Konzept ist eigentlich, dass Nutzer kann bei euch auf der Seite ja mehrere Conversions erzielen. Einmal zum Beispiel, wenn wir jetzt über einen E-Commerce-Kunden sprechen, könnte es sein, dass der einfach mehrere Produkte kauft, also beispielsweise innerhalb von einer Woche mehrere Produkte kauft. Wenn wir eher über Lead-Gen, also beispielsweise bei Versicherung sprechen, kann es sein, dass ein Kunde mehrere Formulare abschickt. Die beiden Fälle sind allerdings sehr unterschiedlich, was den Wert für das Unternehmen angeht. Ein E-Commerce-Geschäftsmodell, für den ist absolut fein, wenn der Kunde 5-mal innerhalb von 5 Tagen einkauft und der Kunde generiert in dem Sinne auch 5-mal tatsächlichen Wert. Das heißt, hier würden wir den Count of Every stellen, weil wir wollen jede dieser Conversion, die der Kunde erzielt, messen, weil jede dieser Conversions für unser Unternehmen einen Wert erzielt. Wenn ich jedoch eine Versicherung bin und der Kunde ein Kontaktformular abschickt, ob der Kunde jetzt ein Kontaktformular abschickt oder 5, es ist der gleiche Wert, weil wir trotzdem nur ein Lead, also nur eine Person akquiriert haben, die potenziell versichert werden kann. Das heißt, hier würden wir dann den Count of One stellen. Ist zum Beispiel auch relevant, wenn wir über Newsletter sprechen. Es macht keinen Sinn, dass ein Nutzer sich 5-mal für ein Newsletter anmeldet. Dadurch generieren wir nicht mehr Wert für das Unternehmen. Das heißt, hier wollen wir wirklich dann nur innerhalb der Conversion Window dann tatsächlich nur eine Conversion zählen pro Nutzer sozusagen. Die Conversion Window ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie gesagt, extrem abhängig vom Geschäftsmodell, aber hier könnt ihr im Endeffekt festlegen, wie lange nach einem Klick oder nach einer Interaktion wollen wir eine Conversion messen. Und darüber könnt ihr halt steuern, wie genau euer Tracking sein soll. Wenn ihr sagt, unsere Kunden brauchen einfach 3-4 Wochen, bis die eine Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, das Extrembeispiel ist ein Autokauf, auch wenn man es nicht häufig online macht, aber das wäre ein gutes Beispiel, wo ein Kunde einfach nicht innerhalb von einem Tag kauft. Hingegen, wenn es super generische Produkte sind, vielleicht Produkte für den Alltag, kann es auch deutlich kürzer sein. Und das ist was, was ihr hier einstellen könnt. Und der letzte Punkt, das gleiche auch nochmal für View-Through-Conversions, also Conversions, die nicht nach einem Klick passieren, sondern nach einer Impression, könnt ihr das Ganze auch nochmal einstellen. Die Standardeinstellungen von Google Ads hier sind 30 Tage für eine Click-Conversion und ein Tag für eine View-Through-Conversion. Ich glaube, das ist so der Durchschnitt, der für die meisten Werbetreibenden Sinn ergibt. Aber wie gesagt, je nach Geschäftsmodell kann man das auch anpassen. Und hier der wichtige Punkt, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Konzept, was man verstehen muss, das Thema, was Katinka gerade angesprochen hat. Diese Option hier erscheint sehr unscheinbar, aber ist, glaube ich, eine sehr elementare Einstellung, die ihr vornehmen könnt. Include in Conversions bedeutet, das sind Conversions, auf die ich wirklich optimieren will. Das heißt, gerade wenn ihr Smart Bidding benutzt, aber auch wenn ihr ECPC benutzt oder andere Gebotsstrategien, wenn ihr hier den Haken setzt, ist das eine Conversion, auf die dann der Algorithmus optimiert. Das heißt, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist, wenn ihr beispielsweise sagt, ich habe jetzt ein Newsletter und einen Online-Sale und ihr stellt den Newsletter auf Including Conversions und den Online-Sale nicht auf Including Conversions, also lasst da den Haken weg, optimiert beispielsweise Smart Bidding nur auf den Newsletter. Aber ihr könnt das natürlich auch extrem zu eurem Vorteil nutzen, indem ihr damit einfach dem Algorithmus ein Signal gibt, welches die Conversions sind, die wirklich wichtig für euch sind und die Conversions, auf die ihr optimieren wollt. Und generell ist es bei den Smart Bidding Algorithmen auch so, je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto kürzer ist dann letztendlich auch die Lernphase, also bis der Algorithmus das vollkommen hoch, sage ich mal, erreicht hat. Und auch in diesem Fall, wenn ihr mehrere Actions habt, die für euch sinnvoll sind, dann
lasst ruhig mehr Daten zu. Genau, und da kommt auch nochmal der Teil hinzu, quasi Full Funnel sich das Ganze anzuschauen. Das heißt, im Idealfall messen wir nicht nur die letzte Conversion, sondern inkludieren eigentlich alle Sachen, die für uns relevant sind, allerdings dann halt nur mit der passenden Gebotsstrategie. Also wenn ihr mehrere Conversions included, dann beispielsweise ein Target ROAS nutzen, ansonsten das eher auf sozusagen die Online-Conversion beschränken. Wir würden jetzt noch 5 Minuten darauf verbringen, View-Through-Conversions zu verstehen und zu behandeln, weil es, glaube ich, auch ein Thema ist, was momentan noch nicht standardmäßig umgesetzt wird. Wie gesagt, View-Through-Conversions sind sozusagen Conversions, die nicht nach einem Klick passieren, sondern nach einem View, was zum Beispiel für Search jetzt natürlich weniger relevant ist, aber für Kanäle wie Display oder auch YouTube oder andere Kanäle sehr relevant ist. Und ich glaube, Display ist das perfekte Beispiel. Ihr könnt euch ja mal selbst überlegen, wie oft ihr schon auf eine Display-Anzeige geklickt habt. Das passiert nicht relativ häufig, was aber natürlich nicht heißt, dass Display keine Werbewirkung hat, sondern Display ist einfach ein Werbeformat, was eher über ein View oder eine Impression funktioniert. Und hier die Statistik, 4% der Nutzer klicken nur tatsächlich auf Display-Anzeigen. Was dann bedeutet, wenn wir Display versuchen, über eine Click-Conversion zu messen, werden wir wahrscheinlich relativ wenig Effekt sehen. Wir sollten eher hingehen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt View-Through-Conversions an. Hier das Beispiel, wenn im oberen Beispiel würde quasi der Search-Click sozusagen die Conversion zugeordnet bekommen, obwohl Display genauso in der Nutzer-Journey mit drin war. Und das ist einfach die Wichtigkeit für Display, wenn wir View-Through-Conversion nicht benutzen, sehen wir häufig nicht den kompletten Effekt von unserem Display-Marketing zum Beispiel. Ganz wichtig da zu verstehen ist, dass wir auch wirklich nur Impressionen messen, die tatsächlich gesehen wurden. Das heißt, hier folgen wir auch den Industriestandards, sowohl für Video als auch für Display. Und so eigentlich das Best-Practice-Setup ist, dass man in der Conversion-Column, das heißt, das ist der Teil, der wirklich dann optimiert wird, das heißt, der Smart Bidding-Algorithmus geht hin und versucht, von diesen Conversions mehr zu generieren, ist, dass wir da quasi die Click-Conversion ganz normal drin haben, zum Beispiel ein Online-Sale. Für YouTube wäre die Conversion quasi ein Engaged View, kein Click. Und dann die View-Through-Conversions quasi als separate Spalte uns anlegen und quasi fürs Reporting benutzen, da wir momentan da noch nicht drauf optimieren können. Das Ganze, wir hatten hier gerade schon mal drüber gesprochen, über die View-Through-Conversion-Window, die auch gerne einstellen. In den Conversion-Settings könnt ihr dann auch noch einstellen, dass die View-Through-Conversions in die All-Conversion-Column inkludiert werden sollen. Das heißt, dass die einfach reported werden für euch. Und in den Custom-Columns, also den benutzerdefinierten Spalten, habt ihr auch eine Möglichkeit, euch die View-Through-Conversions dann nochmal anzeigen zu lassen, damit ihr beispielsweise Display-Anzeigen dann wirklich auch auswerten könnt. Genau, und das wäre es eigentlich schon zu View-Through-Conversions. Wie gesagt, überlegt euch, was für einen Wert View-Through-Conversions für euch haben und wie ihr die Lookback-Window einstellen wollt. Wenn ihr Smart Bidding benutzt, versucht eure Targets, also entweder ein Target ROAS oder Target CPA anzupassen, auf Basis der Daten, die ihr da seht. Und optimiert Budgets. Wenn ihr zum Beispiel momentan das noch nicht macht und seht, dass Display nicht performt, schaut euch die View-Through-Conversions an und teilweise ändert sich dann euer Bild von beispielsweise Display-Advertising komplett und es lohnt sich eventuell mehr Budget zu Display zu shiften. Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir zu Katinka und dem Thema Attribution wechseln. Häufig auch die Frage Google Ads Tracking versus Google Analytics Tracking. Unsere Empfehlung da ist quasi Google Ads Tracking für die Optimierung zu benutzen. Das heißt, Google Ads Tracking sollte in Google Ads die Basis für eure Optimierung und euer Marketing innerhalb von Google Ads sein. Und Google Analytics könnt ihr gerne auch importieren in euer Google Ads Account, aber dann hauptsächlich für Reporting. Der Hintergrund da ist eigentlich, dass wir beim Google Ads Conversion Tracking mehr Signale haben, also zum Beispiel das Thema View-Through-Conversions haben wir nur bei Google Ads und wir damit einfach, wenn wir Smart Bidding beispielsweise benutzen, mehr Signale zur Verfügung haben und besser optimieren können. Google Analytics hat natürlich den Vorteil, dass ihr Cross-Plattform messen könnt und das Ganze vergleichbar ist. Deswegen häufig die Empfehlung, Google Ads Conversion Tracking für die Optimierung benutzen und Google Analytics fürs Reporting über mehrere Kanäle hinweg.
nur weil ich die Frage auch häufig bekomme. Oder auch Budgetentscheidungen beispielsweise, genau. Wenn man ja, diverse Einblicke in diverse Channels hat. Genau. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind das Thema, ich glaube, die vier wichtigsten Botschaften für heute sind das Thema Measurement wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, das Measurement sollte wirklich perfekt aufgesetzt sein, weil es einfach so fundamental fürs Online-Marketing und für euer Geschäft ist. Das zweite Thema, schaut euch gerne die Lösung, die Google zur Verfügung hat, an. Wenn ihr beispielsweise einen Account Manager habt, sprecht ihn gerne darauf an, was es noch für Lösungen gibt. Wenn wir zum Beispiel das Thema Stores Measurement oder Brandlift-Studien sprechen, das Thema View ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir uns nicht mehr darauf beschränken, nur noch den letzten Klick anzuschauen, sondern uns View-Through-Conversions anschauen und auch andere Attributionsmodelle, wo wir gleich zukommen. Die Zukunft von Measurement ist Cross-Everything. Ich glaube, Google arbeitet da gerade auch an sehr coolen Lösungen, wenn wir gerade über das Thema Google Attribution nachdenken. Es wird nicht unbedingt einfacher, aber genau da bietet sich, glaube ich, auch für viele Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das Thema Measurement wirklich versteht und wirklich gut umsetzt, hat man, glaube ich, einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil im Online-Marketing. Und auch in Bezug, glaube ich, KPIs, eine ganz gute Vorbereitung auf das, dass es kommt, ist wirklich sich mit Gedanken über holistische KPIs zu machen, sowohl online als auch offline, dass wir dann letztendlich auf eine Sache optimieren können. Ja. Dann würde ich an Katinka übergeben für Super. Das Thema. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt auf all dem, was du uns erzählt hast, aufbauen. Jetzt kommen wir zum Thema Attribution. Hier nochmal kurz das Framework, in dem wir uns bewegen. Measure, das habe ich jetzt sehr detailliert schon drauf eingegangen. Ich werde jetzt mit Attribution weitermachen und Act, wie gesagt, auf Attribution sollte man oder auf die Änderung eines Attribution Models sollte man natürlich auch reagieren und das mit Budget oder Bid-Änderung. Zum Anfang, was genau ist ein Attributionsmodel? Also ein Attributionsmodel ist eine Regel oder ein Set von Regeln, das letztendlich bestimmt, wie genau der Conversion Credit auf die einzelnen Kontaktpunkte im Pfad zur Conversion verteilt wird. Hier ist jetzt mal generell ein Beispiel. Jemand sucht Sonntagmorgen nach den besten Sommerurlauben. Dienstag geht es dann weiter, die Suche wird ein bisschen granularer, schränkt sich ein, Bed and Breakfast auf den Bahamas. Am Mittwoch wird dann schon ein bestimmtes Hotel ausgesucht, das dann am Freitag gebucht wird. So, Freitag findet die Reservierung statt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie der ganze Pfad zum letztendlichen Kauf angefangen hat. Dieser wurde initiiert durch die Suche am Sonntag. Wir haben aber auch natürlich noch den letzten Klick, der für den Kauf, könnte man gewisserweise sagen, verantwortlich ist. Und dieser fand am Freitag statt. Und wir haben auch die zwei Klicks, die in der Mitte sind, die letztendlich First und Last Click verbinden. Und das macht das ganze Thema Attribution einfach unglaublich wichtig, wirklich festzustellen, welche Kontaktpunkte am wichtigsten sind und welche den größten Mehrwert oder die größte Incrementality mit sich bringen. Wir haben diverse Attributionsmodelle in Google Ads. Einmal das Last-Click-Modell, wo wirklich der komplette Conversion Credit den letzten Klick verteilt wird. Wir haben noch das First-Click-Modell, das ich vorhin jetzt auch kurz angeschnitten habe. Hier wird der erste Klick den kompletten Credit bekommen. Diese Modelle sind beide ausgegraut, weil sie in gewisser Weise nicht wirklich die Realität widerspiegeln. Wir haben ein lineares Modell. In dem Fall wird der Conversion-Credit gleichermaßen auf alle Kontaktpunkte verteilt. Beim Time Decay Model ist es so, dass es geht mehr in die Last-Click-Richtung. Hier bekommen die letzten Kontaktpunkte mehr Conversion Credit. Und bei dem Position-Based Model ist es der Fall, dass der erste und der letzte Klick jeweils 40% abbekommen und der Rest halt auf die dazwischenliegenden Klicks verteilt wird.
Das sind alles sogenannte Rule-Based Modelle, was bedeutet, dass sie statisch sind. Das A und O, was ich bei Attribution sehe, ist Data-Driven Attribution, da es einfach die genaueste Möglichkeit ist, Conversion-Credit zu verteilen. Hierauf werde ich gleich nochmal detaillierter eingehen. Ich glaube, vielleicht dazu noch ein Punkt von meiner Seite. Ich glaube, die klare Botschaft ist auch, das, was ausgegraut ist, solltet ihr nicht mehr benutzen. Beispielsweise Last-Click-Modell spiegelt einfach nicht mehr die Realität wider. Unsere optimale Lösung ist Data-Driven Attribution Model. Da wir aber natürlich für das datengetriebene Modell auch Daten brauchen, ist das erst in eurem Account zur Verfügung, wenn ihr ein gewisses Level an Daten erreicht habt, was jetzt nicht irgendwie extrem hoch ist, aber es kann beispielsweise sein, wenn ihr ein neues Konto aufsetzt, das ihr jetzt noch nicht sofort seht, dann benutzt gerne eins von den linearen Time Decay oder Position Based. Aber ich glaube, unsere klare Empfehlung wäre, wenn wir ein datengetriebenes Modell zur Verfügung haben, warum sollte man das nicht nutzen? Absolut, das sollte die erste Option sein und die statischen Modelle sollten mehr als Fallback, nenne ich es mal, dienen, wenn Data-Driven halt nicht verfügbar ist oder noch nicht. Genau, das hat ihr schon vorweggenommen. Genau, also Last-Click. Es gibt auch noch viele Agenturen und Kunden, die ich betreue, die auch noch Last-Click genutzt haben, sich dann auch langsam wegbewegt haben, weil es einfach nicht die Realität widerspiegelt. Beispielsweise generische Keywords, generische Suchanfragen oder auch Mobile, dieser ganze Bereich, wird in gewisser Weise durch Last-Click unterbewertet. Und so kann es auch leicht auch mal passieren, dass auf einer Last-Click-Basis zum Beispiel generische Keywörter oder auch Mobile per se ausgeschlossen werden, weil es einfach nicht den richtigen Wert zugeschrieben bekommt. Hier noch eine kleine Info für euch. Also auf unseren internen Statistiken ist es der Fall, dass wenn wir uns von Last-Click wegbewegen, dass wir im Durchschnitt einen 5%igen Uplift an Conversions auch sehen bei gleichbleibenden Kosten. Also es macht auch performancemäßig auf jeden Fall Sinn. Und jetzt werden wir uns ein bisschen detaillierter noch Data-Driven Attribution widmen. Was ist es genau und wie funktioniert es? Erst einmal schaut sich Data-Driven Attribution die einzelnen Pfade zur Conversion an, bildet darauf basierend Wahrscheinlichkeitsmodelle, ein Algorithmus kommt noch ins Spiel. Und dann wird Fractional Conversion Credit verteilt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das werde ich, wie das genau geschieht, gleich noch erklären. Fakt ist auf jeden Fall, Data-Driven Attribution ist natürlich Cross-Device. Es ist kein statisches Modell, also es adjusted sich auch im Rahmen der Zeit. Und es schaut sich sowohl konvertierende als auch nicht konvertierende Pfade an. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können die statischen Modelle nicht. Wie Fabio vorhin schon angeschnitten hat, für Data-Driven Attribution ist ein gewisses Datenvolumen nötig. Und das sind 15.000 Klicks und 600 Conversions in den letzten 30 Tagen. Bevor ich weiter ins Detail gehe, eine Frage, die mich Kunden sehr oft fragen, was passiert eigentlich, wenn ich das Datenvolumen für Data-Driven Attribution habe, dann aber verliere? Was dann passiert ist, dass automatisch auf ein lineares Modell umgestiegen wird und ihr dann manuell wieder in Data-Driven Attribution einopten müsstet. Und wie genau das Attributionsmodell umgestellt wird, dazu werden wir gleich auch noch kommen. Also, hier haben wir ein Data-Driven Attribution-Beispiel. Wir sehen hier zwei Pfade zur Conversion, basierend auf dem Urlaubsbeispiel, das ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn wir jetzt uns mal den unteren Pfad anschauen, hier haben wir drei Touchpoints und insgesamt eine Conversion Rate von 3%. Und oben haben wir einen ähnlichen Pfad. Hier fehlt aber die erste Suchanfrage. Und daher stellt das Modell praktisch fest, oben ist eine Conversion Rate von 2%.
ist diese erste Suchanfrage, die wir jetzt unten gesehen haben, ein ja, Uplift, ein 1%iger inkrementellen Mehrwert praktisch bietet. Und das muss man sich jetzt vorstellen, es sind ja nicht nur zwei Pfade, sondern es gibt diverse unterschiedliche Pfade, sodass es natürlich auch unglaublich schwer ist, sowas ja, manuell zu analysieren. Und genau, da bietet Data Driven Attribution auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Mehrwert. Wie ändern wir das Attributionsmodell ab? Die wir noch haben, das haben wir kurz angesprochen vorhin schon. Last Click und First Click sollten eigentlich eher außer Acht gelassen werden. Die weiteren Optionen, wenn Data Driven nicht zur Verfügung steht, sind das lineare Modell, das Time Decay Modell und das Position Based Modell. Und hier macht es auf jeden Fall Sinn, nach der Wachstumsstrategie des Kunden zu entscheiden. Und natürlich nach den Business-Zielen insgesamt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wenn wir eher eine konservative Wachstumsstrategie verfolgen, dass das Time-Decay-Model ja, passend ist. Und wenn wir wirklich sagen, wir sind sehr, sehr wachstumsorientiert, dann bietet sich das Position-Based-Modell auf jeden Fall an. Und genau linear, wie vorhin schon erwähnt, hier bekommt jeder Touchpoint einen ja, gleichen Wert zugeschrieben. Jetzt kommen wir zur Implementierung. Wie wird das Attributionsmodell abgeändert? Einfach auf das Tool-Icon klicken und dann auf Conversions. Und hier werden dann eure gesamten Conversion-Actions aufgelistet, gegebenenfalls auch Micro-Conversions. und hier genau kann die Conversion-Action ausgewählt werden. Wenn ihr auf die Conversion Action klickt, dann ja, habt ihr dieses Bild hier vor euch. Dort könnt ihr dann auf Edit Settings klicken. Wie man hier sieht, das Attributionsmodell, das jetzt hier zurzeit genutzt wird, ist ein Last-Click-Model. Da könnt ihr draufklicken auf diesen kleinen Reiter und dann werden euch diverse Attributionsmodelle, die zur Auswahl stehen, angezeigt. Ja? Was bedeutet, wenn ihr auch hier in diesem Reiter Data Driven Attribution seht, dann heißt es, dass ihr auch eligible dafür seid. Sprich, dass ihr dieses Datenvolumen, was dafür nötig ist, auch habt. Und dann einfach speichern und das Attributionsmodell wurde abgeändert. Mit Attribution bekomme ich oft ja, zwei Fragen gestellt. Im Zusammenhang sehr, sehr übliche Fragen, die Kunden haben, auf die ich jetzt gerne noch mal kurz eingehen würde. Zum einen ist es, ich habe mein Attributionsmodell abgeändert und die Anzahl meiner Conversions ist gesunken. Was genau ist passiert? Ja, das ist ein Expected Behavior, sage ich mal. Aber hängt in erster Linie nicht mit dem Attributionsmodell zusammen. Also erstmal sollte man wirklich sicherstellen, dass, ja, dass man keine neuen Non-Last-Click-Daten mit dem, ja, mit der vorherigen Performance von den, vom Last-Click-Attributionsmodell vergleicht. Ja? Wenn ihr das Modell nämlich umgestellt habt, dann basieren die historischen Daten vor dem Zeitpunkt der Umstellung noch auf Last Click. Ja? Und wenn ihr alle Daten basierend auf dem neuen Attributionsmodell sehen möchtet, dann ist es möglich, noch eine Spalte in der UI hinzuzufügen, die heißt Current Model. Und dann bitte dies auswählen. Ein anderer Punkt ist auch noch die Gesamtzahl der Conversions. Die sollte eigentlich auf Account-Level nach der Umstellung gleich bleiben. Es sei denn, es wird, das Ganze wird Action gemacht und Start Bidding beispielsweise genutzt, dann können hier Änderungen vorkommen. Grundsätzlich sollte das aber nicht der Fall sein. Was aber passieren kann, wenn ihr euch jetzt die Conversions auf Kampagnen-Level, auf Keyword-Level oder auch auf Device-Level anschaut, dass hier ein ganz klarer Shift stattfand.
Ja, daher würde ich empfehlen, erst einmal wirklich schauen, was sich auf Account-Level getan hat und im Hinterkopf behalten, dass es ein ganz normales Verhalten ist, wenn ihr auf granularerem Level Shifts seht. Und im Endeffekt muss man sich auch vor Augen führen, dass es eigentlich positiv ist, dass sich was verändert, mhm, weil wir näher an die Realität rankommen. Genau. Was man häufig sieht, ist, dass zum Beispiel Brand-Keywords plötzlich weniger Credit sozusagen bekommen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, dass wir von dieser Last-Click-Attribution zu einer Attribution kommen, die die Realität eher abbildet. Absolut, genau. Und noch ein weiterer Punkt ist generell, wenn das Modell abgeändert wurde, die Analyse der richtigen Zeiträume. Ja, also wir empfehlen generell, dass man sich 30-tägigen Datensatz anschaut für die Analyse, dass man sich aber auch darüber bewusst ist, was das Timelag ist. Das könnt ihr auch in der UI unter Attribution nachschauen. Timelag bedeutet die Anzahl an Tagen, wenn die Conversions kommen ja nicht sofort ins Account, richtig? Die Anzahl von Conversion Delay praktisch, die ihr in dem Account habt. Und die kann durchaus unterschiedlich sein. Bei gewissen Kunden ist die auch recht lang. Und daher ist es einfach wichtig, sich darüber bewusst zu sein. Also sagen wir, ihr habt jetzt ein Time-Lag von 7 Tagen und möchtet euch ja nach der Umstellung des Attributionsmodells die Daten anschauen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch den Datensatz Tag 1 bis 30 anschaut, diese 7-tägige Conversion Delay mit berücksichtigt, sprich, dass die Analyse am 37. Tag nach der Umstellung erfolgt. Das ist ganz wichtig, weil sonst auch kein akkurates Bild wiedergegeben wird. Super. Und genau. Genau, noch eine letzte Frage. Kann man das Attributionsmodell auf Kampagnen oder auf Keyword-Level umstellen? Nein, als Attributionsmodell wird generell auf ja, basierend der Conversion-Action umgestellt. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank. Perfekt. Damit wären wir quasi auch am Ende von unserer Präsentation. Wir würden uns jetzt hier noch einmal Fragen widmen, falls es Fragen von euch gibt. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, die, wie besprochen, quasi ins Chatfenster einzutragen? Genau. Ich melde mich da auch schon mal. Da sind 3 Fragen drin, was ich gesehen habe. Die erste Frage ist von Susanne. Die fragt, steht das Data-Driven Attribution auch in Google Analytics zur Verfügung bei ausreichend Daten und gibt es dieses Modell nur in AdWords? Ja, es besteht, es ist natürlich auch in Google Analytics verfügbar. Ich glaube, das Datenvolumen ist, glaube ich, ungefähr auch gleich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay. Frage beantwortet, hoffe ich mal. Dann die Frage von Marc Walter. Welche Metriken werden bei der linearen Attribution berücksichtigt? Werden hier nur der Umsatz oder auch die Werbekosten verteilt? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es beim Thema Attribution nur darum, dass wir Conversions, die angefallen sind, auf die einzelnen Kampagnen verteilen. Das heißt, es geht nicht um Budget, nichts anderes, sondern einfach, wir haben insgesamt 500 Conversions erzielt. Also wir haben mit unserem Investment 500, sagen wir mal, Verkäufe im Online-Shop generiert. Wie verteilen wir die auf die einzelnen Kampagnen und Kanäle, die wir genutzt haben? Stand jetzt, was noch häufig passiert, ist Last Click. Das heißt, wir gucken uns einfach an, was war der letzte Klick vor diesem Kauf und ordnen dann die Conversions zu. Wo wir hinwollen, was halt realistischer ist, dass wir es datengetrieben machen und diese Käufe wirklich dann auf die verschiedenen Touchpoints, die ein Kunde hatte, aufteilen. Also beispielsweise kann es sein, dass für eine Display-Kampagne Display bekommt 0,2 Conversions, Search bekommt 0,4 und YouTube auch noch 0,4. Ja, genau. Es besteht schon Unterschiede zwischen dem Thema Attribution. Ich glaube, wo die Frage auch drauf anschneidet, ist, glaube ich, auch das Thema Smart Bidding wieder. Weil hier haben wir dann auch die Möglichkeit, auf ein bestimmtes ROAS-Ziel oder auf die Anzahl von Conversions per se zu optimieren. Aber Attribution erst einmal basiert auf der Anzahl der Conversions, der Verteilung von Conversion Credit. Gut, ich hoffe, dass das klar geworden ist. Ansonsten, Marc, kannst du ja noch mal eine weitere Frage stellen. Du hattest ja auch noch eine zweite.
gehen die historischen Daten verloren, sobald ein neues Attributionsmodell verwendet wird? Gute Frage. Genau, also verloren gehen die nicht, nein. Das war nämlich die letzte Frage. Ich glaube, damit sollten wir das auch, glaube ich, schon beantwortet haben. Sie gehen nicht verloren. Sie sind aber noch Last Click halt zu sehen, wenn das Attributionsmodell vorher Last Click war. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Umstellung erfolgt, wird dann das neue Attributionsmodell sozusagen ja aktiv auch in der UI, aber sehen auf den Daten, wie man sieht. Wir haben aber ja die Möglichkeit, wie gesagt, diese Current Model Spalte uns anzuschauen und dann sehen wir die Daten basierend auf dem neuen Attributionsmodell. Ja. Und generell vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, es gibt in der Google Ads UI auch die Möglichkeit, ein Attribution ja, Modeling Tool zu nutzen. Da könnt ihr euch auch, bevor ihr das Modell umstellt, einfach mal anschauen, okay, ich benutze jetzt Last Click. Wenn ich jetzt auf datengetrieben umstelle, wie verteilt sich der Credit anders? Ja, also vielleicht auch ganz nützlich. Gut, ich habe nochmal geschaut. Im Moment sehe ich hier keine weiteren Fragen. Es war ja auch ein langes Webinar mit fast einer Stunde. Vielen Dank euch beiden in Dublin für die lange Darstellung. Vielleicht, Katinka, kannst du noch einen kurzen Ausblick geben, wenn wir über das Smart Bidding in einem der nächsten Webinare sprechen. Was wird da dann der Fokus sein? Was wirst du dort alles vorstellen? Hast du das schon überlegt? Genau, also ich meine, Smart Bidding, natürlich ist es erst einmal wichtig, sich anzuschauen, was für unterschiedliche Gebotsstrategien wir haben und wann man diese nutzen sollte. Ich glaube, oft ist der Unterschied zwischen Maximized Conversions und Target-CPA beispielsweise auch noch nicht ganz klar. Wann nutzt man welche Gebotsstrategie, basierend auf den KPIs, die man verfolgt? Ja? Auch ist es immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass die ganzen Smart-Bidding-Strategien, die wir haben, dass es Conversion-basierte Strategien sind, ja, und dass auch beispielsweise Metriken und KPIs jetzt in CPC nicht mehr im Vordergrund stehen, ja. Und ansonsten gibt es enorm viele Best Practices im Bereich Smart Bidding, über die man sich, glaube ich, bewusst sein sollte. Es gibt auch die Möglichkeit, Smart Bidding Tests aufzusetzen. Es gibt die Möglichkeiten, Kampagnen zu bündeln, etwas, das wir Portfolio-Strategien nennen. Also super interessantes Thema, wo, glaube ich, ja, es ist gut, dass es dafür eine extra Session geben wird. Ich glaube, das ist genau der Eckteil, den wir heute nicht besprochen haben. Wir haben Measure Attribute gemacht. Aber ich glaube, der wirkliche Wert von Measurement Attribution kommt erst ins Spiel, wenn wir dann auch wirklich was damit machen. Stand jetzt, wenn wir das Attributionsmodell umstellen, sehen wir erstmal einfach andere Zahlen im Reporting, aber haben in dem Sinne noch nicht groß was damit gewonnen, wenn wir uns jetzt damit einfach zufrieden geben, sondern der letzte Schritt, das Act, wo, glaube ich, Smart Bidding ein sehr großer Teil von ist, mindestens genauso wichtig. Ja. Okay, prima. Ihr habt damit also sozusagen den großen Rahmen mal gegeben. Und dann nächstes Mal geht es dann ins Operative rein. Und da freuen wir uns schon drauf. Euch beiden nochmal vielen Dank nach Dublin. Vielen Dank allen, die dabei gewesen sind, die eine Stunde hier mitgemacht haben bei dem Webinar. Und das nächste Webinar ist, glaube ich, schon am Ende diesen Monats, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von daher werden wir weiterarbeiten an dem ganzen Thema Online-Marketing. Ihr habt die Einladung bekommen. Und wenn da noch Fragen sind, dann schreibt uns einfach beim BEVA an, dann schicken wir euch auch nochmal die Termine, falls ihr die jetzt gerade nicht im Kopf habt oder euch nochmal das vergewissern wollt, dass ihr auch die richtigen dann überhaupt eingetragen habt. Ein Hinweis noch, das Webinar hier haben wir auch, wie alle Webinare, die wir machen, aufgezeichnet. Wir können sie dann in Kürze in einer Version, die auch nochmal, das sage ich immer dazu, natürlich geprüft ist, dass da nicht jetzt vielleicht auf der Tonspur was gesagt wurde, was nicht wirklich 100% haltbar ist, zur Verfügung gestellt, dann könnt ihr das Ganze noch mal nachhören. So, das war's am Tag der Arbeit, nach dem Tag der Arbeit. Erstes Webinar mit Google in diesem Jahr vorbei. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Weiterschaffen, sowohl in Dublin als auch eben in Deutschland oder wo auch immer ihr zugeschaut habt. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Dankeschön.